Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, wir werden erstmal weiter dieses Schloss Sturmschleier erkunden. Es ist echt extrem, in wie viele verschiedene Richtungen man hier gehen kann. Aber ich habe das Gefühl, jetzt gerade laufen wir Richtung Haupteingang. Ja, tun wir auch. Ganz eindeutig. Das wäre also die Route, die uns gar nicht empfohlen wurde. Zugegeben, jetzt weiß ich auch wieso. Oh oh. Du auch? Na komm. Oh oh. Wow, 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 wow. Oh nein. Wo sind die anderen? Hi. So. Puh. Oh boy. Nein, nein, nein. Und zack. Und zack. So. Erledigt. Upsala. Ist ja gut. Leute. So. Hier erwischen die mich auf gar keinen Fall. Ah, an der Grenze. Okay. Das hört sich an wie jemand, der sich für den Weg durch das Haupttor entschieden hat. Was zur Hölle? Oh boy, das hört sich wie eine ganz schwere Balliste an. Auf die ich keinen Bock habe und die auch auf mich keinen Bock hat. Schön, wenn etwas auf Gegenseitigkeit beruht. Hallo, nächster Ort der Gnade. Krass, als ob. Und hiermit kann ich dann das Haupttor öffnen? Ha. Scheint so. Na dann mache ich das Ganze doch mal. Schaden kann es ja nicht, hoffe ich. Goldene Rune. So, das hier entdecke ich erst einmal, aber damit die Gegner nicht wiederkommen, belasse ich es erstmal dabei. Hallo. Okay, gut. Einfache Bürgerkleidung. Hm. Ob mich die Typen nicht mehr angreifen, wenn ich so etwas trage? Ah, glaube ich nicht. Ich glaube, ich weiß auch, welcher Raum jetzt gerade unter mir ist. Oh. Alter. Als ob. So, jetzt wird es Zeit, denen in die Ärsche zu treten. Alter, als ob. Da oben ist das Drecksteil. Na, warte. Ach, das waren zwei. So, du bist erledigt. Wo ist der andere Typ? Hängt noch da unten ab. Hast du gut gemacht. So. Puh. Gerade noch mal gut gegangen. Schmiedestein. So, jetzt fehlt's. Nee, nicht nur du. Es fehlt nicht nur er. Aua. Dein Ernst? Das Problem ist, den erreiche ich ja gar nicht. Vielleicht erreiche ich ihn, wenn ich auf eine von denen steige, aber dann knallt er mich doch auch direkt ab. Oh nein. Komm her, du. Oh shit. Tut er wirklich? So. Bams. Werden die erledigt. Ballern die nicht mehr auf mich drauf. Aber... Oh, eingesammelt habe ich hier eigentlich schon alles, was mir wichtig erschien. Von daher könnte ich theoretisch wieder einmal hier zur Ruhe kommen. So. Anschließend kann ich ja jetzt wieder meine Flaschenaufladung erhöhen. Jawohl. Flaschenaufladung verteilen. Auf jeden Fall 4 Stück für Magie. So. So und nicht anders.
Ja, die ballern sofort. Alter. Schild! Ihr miesen Penner. Alter. Nee, ist klar. Was zur Hölle? Die Drecksäcke. Ich hätte das Zeug da unten noch plündern müssen, als bevor ich mich an dem Ort der Gnade ausgeruht habe. Ich hätte es wissen müssen. Die Dreckstypen. So krass, wie die auf mich draufballern, das ist echt heftig. Aber ich versuch's trotzdem noch einmal, da durchzukommen, ohne sie umzubringen. Und die letzten Items da zu plündern. Ich kann ja schlicht und ergreifend hier runterspringen. Na, oh, hi, da bist du ja. Du Drecksau. Tch. Ganz vorsichtig. Okay, mehr ist hier nicht, mehr ist hier nicht. Tschüss. So. Servus. Oh, hello. Glad to see you safe. I've come into some fine goods. Only it turns out I can't use a one of them. Perhaps you'd like to take them off my hands. Okay, Torwächter Gostock. Kaufen. Und jetzt will er sich auch noch eine goldene Nase an mir verdienen, was? Was hat er denn? Silberner Federtierfuß, Ruinenfragment, Krummfingermedizin, blutiger Eiterfinger, ja lecker. Versucht eine Invasion in der Welt anderer Spieler. Kann auch über Mehrspielermenü benutzt werden. Wird bei Benutzung verbraucht. Versucht in die Welt eines anderen Spielers einzufallen. Ihr erscheint als Eindringling, blutiger Finger, und euer Ziel ist, den Wirt der Finger jener Welt zu besiegen. Ein durch Blutergüsse geschwärzter Krummfinger. Scheint rücksichtslos von seiner früheren Hand abgehackt worden zu sein. Sturmfalkenfedern, Kestus, Großpfeil, Ballistenbolzen, Faustschild, Banditenkleidung. Banditenrüstungsset, besser gesagt. Ja, ist zwar ganz nett, aber nichts Besonderes, sorry. So großartig finde ich das jetzt nicht, als dass ich da unbedingt irgendetwas kaufen wollen würde. Alter. Seht ihr, wie schnell die Bolzen auch sind? Jesus! Ups, falsche Flasche. Ach, wisst ihr was? Ich kann ja einfach Folgendes machen. Wenn das Spiel mich lassen würde. Ah, jetzt kann ich auf die Karte zugreifen. So. Kammer auf Torseite. So. Machen wir es doch einfach so. Haha. Und schon bin ich wieder da oben. Ohne mich einer weiteren Gefahr aussetzen zu müssen. Außer halt der Gefahr, dass die Typen mich abballern. Dann muss ich nur noch in den Innenhof gelangen, ohne dass die meinen kompletten Körper mit riesigen Pfeilen spicken. Let's go! Au! Hammermäßig. So, jetzt wird es langsam zu eng für die. Oh, oh, hi. Bye. Aua. Oh nein, da ist... Was zur Hölle ist das? Oh scheiße, ich glaube, ich bin jetzt gerade voll in ein Wespennest gelaufen, getreten. Was auch immer. Oh nein. Oh Gott, hi! Wow. Geil, das Viech kommt hier nicht durch. Unsichtbare Mauer. Das gibt's ja nicht. Habe ich direkt so einen kleinen Exploit entdeckt. I love it. Wow. So. Und weg bist du. Dunkelschmiedestein, Bestienblut, alter Reißzahn. Krass. Ordentlich Zeug. Und hier konnte ich die Gegner so ein kleines bisschen
sozusagen aufhalten. Oh je, ich sollte mich lieber heilen. Nur um sicher zu gehen. So. Aua. So. Erwischen die mich von hier aus auch noch? Wahrscheinlich schon. Sollte ich zumindest von ausgehen. Ne, jetzt zumindest nicht mehr. Gut. Wow. Okay. Ich habe das dumpfe Gefühl, das da ist der Weg zu einem Boss. Und was haben wir hier? Ah, noch eine von diesen Lilien. Eine von den ganz besonderen. Okay, ich denke mal, ich habe hier alles in diesem Hof. Jetzt ist auch die Frage, wenn ich von hier unten aus da nach oben gelange, bin ich dann in der Lage, den ganzen krassen explodierenden Pfeilen auszuweichen? Weil ich glaube, ich könnte zum Beispiel hier links hoch kommen. Scheint dafür gemacht worden zu sein. Oh shit! Alter! Na? Hi! Ja. Oh shit! Vergiss es! Vergiss es! Irgendwas war da gerade, irgendein Material. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Oh, Schande! Oh, puh. Momentchen mal. Die Ballisten, die da oben gewesen sind, hätte ich die auch zerstören können? Ich glaube schon, oder? So ein Mist. Vielleicht hätte ich dann gar keinen Ärger mehr mit den Typen. Ich probiere es mal eben aus. Ich laufe da eben hoch, zerstöre ein paar von den Ballisten, am besten sogar alle. Und dann sehen wir weiter. So, folgt mir keiner? Nein. Gut. Wow. Bam. So. Okay, hab damit gerechnet, dass er hier direkt runtergesprungen kommt. Nö, der ist noch an der Balliste. Yes! Da ist die schon mal weg. Au, was zum... Oh, du Sau. So. Zu weit weg. Und da, jetzt ist der Winkel zu schlecht. Mist. Wow. Das war ein bisschen eng, oder? Kollege, Kollege. Na, ich krieg ihn ja doch. Na also. Immerhin. So. Problem ist nur, ich komme an die da oben jetzt gar nicht mehr ran. Jesus Christ! Wo? Wo kommst du auf einmal her und wieso? Irgendwie muss ich ja scheinbar da oben hingelangen können. Keine Ahnung wie. Aber es soll ja irgendwie möglich sein. Wird mir zumindest jetzt so ein bisschen vom Spiel suggeriert.
So. Na komm. Boah, wie viele Treffer die Dinger aushalten. Jetzt komm schon. Dankeschön. So. Dass die mich teilweise erst so spät entdecken, die Typen. Ihr seid ja echt super Wächter. So. Jetzt erstmal hier ausruhen und dann werde ich ja gleich sehen, ob das Erfolg gehabt hat. Nun. So. Ah ja, und ich sollte vielleicht zumindest ein Level Up jetzt machen. Ich würde sagen, ich habe es ja bereits gesagt, jetzt werde ich ein bisschen mehr auf Kraft gehen. Also auf die Gesundheit. Oh, und ich wollte ja jetzt eigentlich noch einmal nachgucken, welchen Status ich jetzt nochmal genau aufleveln muss, um mehr Zauberslots zu kriegen. Falls es überhaupt irgendeine Möglichkeit dafür gibt. Hilfe. Entdeckung. Waffe links, Waffe rechts. Okay. Maximales Ausdauergewicht, Ausdauer, FP. Zauber lernen. Leere Plätze 0. Ich weiß halt immer noch nicht, wie ich meine Zaubereien erhöhen kann. Aspekt des Schmelztiegels Hörner. Was ist das eigentlich? Eine der uralten Anrufungen des Erdenbaums. Bestückt die Schulter des Zaubernden mit einem mächtigen Horn, das bei tiefer Haltung Gegner zerfleischt. Okay. Durch Aufladen kann der Zaubernde Gegner rammen, bevor er zum finalen Angriff übergeht. Dies ist eine Manifestation der Urenergien des Erdenbaums. Ein Aspekt des urzeitlichen Schmelztiegels, in dem einst die Zutaten für sämtliches Leben vermischt wurden. Okay. So, jetzt bin ich gespannt. Bitte nicht. Es ist nur der eine da oben. Aua. Der reicht aber schon. Oder? War es nur der eine jetzt? Nee, die stehen alle wieder. Och, na toll. Wozu kann man die dann überhaupt zerstören? Vor allen Dingen, warum halten die so viel aus, damit man sie zerstört? Je länger man braucht, um etwas zu zerstören, desto eher hat man dabei das Gefühl, dass das dann auch permanent so ist. Aber scheinbar ist ja dem nicht so. Hm. Schade eigentlich. Weil wenn die schon zerstörbar sind und so viel aushalten, dann wäre es schön, wenn das Ganze... Ja, geil. Wenn das Ganze dann wenigstens permanent wäre. Hammermäßig. Ich habe keine Chance. Was war das denn jetzt? Ich wollte an dem Ort der Gnade rasten. Wie habe ich es denn jetzt geschafft, einen Emote zu machen? Oh, Leute. Au. Ja, nice. Macht eure eigenen Kollegen fertig. Ist das Riesenviech da hinten eigentlich nochmal aufgetaucht? Wahrscheinlich. Aber. Oh nein, nein. Hört auf, hört auf. Hohohoho. Das ist doch mal auch eine schöne Art und Weise, eine Schneise der Zerstörung hinter sich zu lassen, oder? Einfach auf diese Art und Weise die Gegner hinter sich herziehen. Und schon haben die quasi keine Chance mehr. Und zack, und zack, und zack, und zack, und zack, und zack. So. Okay. Wer hat das erledigt? Oh, hi, da ist ja noch einer. Aber ich wette, das war jetzt auch nicht der letzte. Oder vielleicht doch. Und der große Wauwau da hinten scheint doch endgültig weg zu sein. Ich sehe ihn nicht mehr. Gut. Sehr gut. Und warum leuchtet das hier hinten? Ach so, ist einfach nur Licht, das da auf den Busch fällt. Der Busch leuchtet nicht von sich aus, weil da eventuell irgendetwas ist. Hallo?
Ihr seid nicht lebendig, oder? Okay. Lass mich raten. Butthole? Finger versuchen. Ja. Aha. Sowas ähnliches habe ich mir schon gedacht. Okay. Und jetzt? Da ist der nächste Ort der Gnade. Das gibt's ja nicht. Wie viele ich jetzt hier mittlerweile schon entdeckt habe. Ich meine, versteht mich nicht falsch, finde ich gut, aber ich finde es gerade nur krass. Ich darf auch die ganzen oberen Wege nicht vergessen, die ich bislang noch nicht besucht habe. Oh Mann, das Schloss ist echt vertrackt. So viele mögliche Wege. Aber das hier sieht jetzt sehr nach Bosskampf aus. Ne, diese große Treppe. Vor mir ist eine sehr lange Brücke. Blitzdrachen-Talisman. Oh. Erhöht die Resistenz gegen Blitzschaden. Ich würde sagen, das nehme ich mal. Talisman mit einem uralten gelben Drachen. Erhöht die Resistenz gegen Blitzschaden. Die uralten Drachen, die in der Ära vor dem Erdenbaum regierten, beschützten ihren Fürsten wie eine Mauer aus lebenden Felsen. So wurde die Form des Drachens zum Symbol für alle Arten von Schutz. Ich habe das Gefühl, es wird mich gleich ein Boss erwarten, der Blitze schleudert. Oh Mann. Ja klar, ich bin quasi Sturmhügel. Okay, ich bin immer noch in einer Art Dungeon. Also kann ich nach wie vor mein Pferd nicht rufen, auch wenn es hier ehrlich gesagt so langsam aber sicher... Oh Gott. Obwohl es hier so langsam aber sicher möglich sein könnte. Okay. Der braucht eh eine Weile, um zu mir zu kommen. Erwischt. Was zum... Oh, Scheiße. Alter. Weg. Ist er down? Nicht ganz. Oh nein, ich Idiot. Wow, er hat seinen eigenen... Als ob. Der hat seinem eigenen Kollegen den Gnadenstoß versetzt. Scheint bei dem wohl doch besser zu sein, die Art von Magie einzusetzen. Dagegen scheint er ein anfälliger zu sein. Oh oh. Alter. Come on. Ich habe jetzt so oft seine Beine angegriffen. Und trotzdem? Als ob. Oh, oh nein, 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 weg, 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 weg. Oh boy. Wow, was war das denn? Yes! Puh. Die Giganten wären erledigt, aber dafür habe ich jetzt nichts mehr zum Heilen oder Wiederaufladen meiner Magie. Ah, der da hinten ist die ganze Zeit am Ballern.
Hammermäßig. Naja, ohne Pferd wird das schwierig, hier durchzureiten. Ja, vergiss es. Yikes! Wie schnell der ist. Der verdammte Pfeil. Ich gehe mal so ein bisschen in den toten Winkel von den Säulen. Sehr gut. Das funktioniert wenigstens. Für den habe ich leider weder genug Magie noch Gesundheit übrig. Als ob! Als ob! Come on! Oh nein. Oh nein. Ah, was zur Hölle? Ich dachte, hier geht's weiter. Oh Gott. Das ist ja eine Lüge. Oh Scheiße. An anderen Ort reisen? Ja, meinetwegen, bring mich hier weg. Oh, der war gerade dabei, den nächsten Pfeil abzufeuern. Alter. Und jetzt kommt's, ich werde direkt in einen Bosskampf reingeportet. Das wär's jetzt, ey. Ich habe extra die Mühen auf mich genommen, um die riesigen Viecher down zu kriegen. Und jetzt kommt das nächste Riesenviech. Ich hoffe nicht. Wo genau lande ich jetzt? Sturmhügel. Ah, schon wieder Sturmhügel, aber... Huch. Karte. Lädt die Karte gerade so lange oder was ist da los? Na, jetzt. Okay, ich bin auf der anderen Seite von der Brücke gelandet. Aber komplett. Oh je. Da sind lauter Vogelgegner. Nicht gut. Kein Ort der Gnade. Hammermäßig. Ah, ich bin sowas von am Arsch, oder? Scheiße. Oh Mann. Vor mir, erstens gut gemacht. Heiliger Turm von Limgrave. Etwas voraus benötigt. Absolut fest verschlossen. Na toll. Also komme ich hier noch nicht einmal weiter. Ach, großartig. Und jetzt habe ich da vorne lauter Gegner vor mir. Die mich höchstwahrscheinlich schön auseinanderpflücken werden. Puh, knapp. Noch komme ich hier überraschend gut durch. Alter, wie viele sind denn da? Übertreibt es doch nicht. Oh, Alter. Nur ein Treffer und ich bin erledigt. Sobald ich nur einmal schief angehustet werde, war es das endgültig. Silberner Federtierfuß, sehr schön. Bringt mir nur leider nicht viel. Da sind normale Vögel, das ist gut. Die greifen mich wenigstens nicht an. Ja, und jetzt? Ah, guck mal. Sturmfalkenfeder, immerhin. Nee, ich glaube nicht, dass ich da runterkomme, ohne zu sterben. Glaube ich nicht. Okay, ich habe das zwar entdeckt, aber bringen tut es mir herzlichst wenig. Deswegen, Turmbrücke von Limgrave habe ich aber wenigstens entdeckt. Da ist der Wallturm. Ich glaube, das ist der Ort. Oder nee, hier bin ich gewesen. Oder Kammer der Aufzugsseite. Ich glaube, hier kann ich als nächstes weitergehen. Ja, setzen wir unsere Reise von dort aus fort. Hab jetzt hier alles erkundet, was erkundbar ist. Ich war so kurz davor zu sterben. Das ist echt krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich die andere Seite der Brücke noch einmal erkunden kann, ohne zu sterben.
Damit habe ich echt null gerechnet. Aber wir haben es geschafft. Und jetzt kann ich noch einmal meine Magie oder meine Kraft. Kraft. Erstmal noch Kraft. Danach mache ich noch Geist auf 25, danach Kraft auf 20 und danach gehe ich wieder in der Weisheit weiter hoch. Dann investiere ich wahrscheinlich die nächsten 10 Punkte oder so in Weisheit. Erstmal. Okay, genau, da oben konnte ich ja noch lang und hier gab es noch einen Weg, oder? Genau. Hier gab es noch irgendwie einen Weg mit irgendwelchen Krugmenschen, wenn ich mich recht erinnere. Oh, und da meldet sich schon der Wecker. Ach krass. So schnell kann die Zeit vergehen. Guckt mal. Aber ich würde sagen, wir erkunden jetzt wenigstens noch einmal diesen Ort hier. Oder diese Ecke. Oh Mann, falscher Zauber. Das war Overkill. Oh Gott, hi, da hinten ist ja ein größerer Pottkopf. Wow. Womit war der denn gefüllt? Leichen? Alter, Scherbe eines lebenden Gefäßes. Roher Fleischklops, Alter. Gesprungener Topf. Was zur Hölle? Die greifen mich irgendwie nicht an, wenn ich sie nicht angreife. Aber... ne. Zack. Okay. Das wäre das. Irgendetwas leuchtet hier extrem. Ich höre also zumindest dieses Leuchtgeräusch. Da hinten ist schon wieder ein... als ob. Da hinten ist tatsächlich schon wieder ein Ort der Gnade. Alter. Kriegsasche Sturmrufer. Ah, ich glaube, das ist die Kriegsasche, die so ziemlich jeder andere Gegner hier in dem Schloss auch besitzt. Oder fast alle. Ne, dass die eben diese Windböen verschießen können. Als hätten die alle das Sturmruferschwert aus Dark Souls 3. Oder? Hieß das Schwert so? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwas mit Sturm war bestimmt im Namen. Kukri? Gut. Oh. Ha, das geht tatsächlich. Jetzt ist nur die Frage, was bringt es mir? Ich kann hier hinkommen. Warum immer etwas Unglaubliches? Gut gemacht. Okay. Ich bewerte mal direkt beide, weil die Tatsache, dass man hier überhaupt lang kann, ist ja schon krass. Wow. Der Weg geht einfach immer weiter. Ohne irgendwelche Unterbrechungen oder sonstiges. Okay. Ohne dass ich in eine Sackgasse laufe. Hm. Hab hier mit einem Hinterhalt gerechnet. Rechts versuchen. Ha. Guter Tipp. Rechts und dann Material. Bin ich jetzt... ja, ich bin an der Stelle, glaube ich. Hier habe ich doch irgendwo einen etwas größeren Typen gesehen, oder? Und, oder? Ich bin mir unsicher. Ich meine, hier käme ich theoretisch auch noch vorbei. Nee, davon, hier komme ich doch, ich Depp. Oh Mann, und jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Hammermäßig. Von hier komme ich doch. Oh, hallo. Goldenes Rufzeichen berühren? Okay. Kriegerin Nepheli Lux. Ah. Sie hat ihr Versprechen wahrgemacht. Okay, wir sind doch auf der anderen Seite von dem einen Weg gelandet. Das war einfach nur ein alternativer Pfad. Krass. Und jetzt haben wir einen Ort der Gnade direkt vor dem Boss. Okay. Eins nach dem anderen.
Erst einmal möchte ich da oben noch alles erkunden. Danach möchte ich natürlich noch den Giganten besiegen. Also alle Gegner, die ich auf dem anderen Weg noch hätte erledigen müssen. Der Herausforderung möchte ich mich noch stellen. Und ich glaube, dann bleibt nicht mehr großartig viel übrig, oder? Oder haben wir dann noch irgendeine andere Möglichkeit, irgendwo lang zu laufen? Ich glaube nicht, oder? Naja, dann erstmal hier schauen. Das da habe ich. Jetzt geht's hier entlang. Hier lässt sich safe auch noch einiges holen. Und einiges besiegen. Schon mal eine von Trinas Lilien. Goldene Rune und Schmiedestein. Dass hier kein Gegner war, wundert mich jetzt schon sehr. Schwacher Feind voraus, aber Vorsicht vor Packung. Schwacher Feind. Hier? Ja. Hi. Weitergehen. Hallo. Na, das war jetzt ein Versehen. Eigentlich wollte ich nicht R1 drücken. So. Ich habe das Gefühl, ich sollte die gar nicht angreifen. Kann das sein? Weil die sind so passiv. Wozu sollte ich die angreifen? Gegner. Ah, ich weiß nicht. Die sitzen ja einfach nur da. Okay, der bewegt sich. Deswegen erledige ich den auch, weil der würde mich angreifen. Aber alle anderen... Wow. Au. Alle, die mich angreifen, besiege ich auch. Aber die, die nur rumsitzen... Oh, nee, ne? Nee, ist klar. Hm. Oh. Ja. Vielleicht greifen die einen auch tatsächlich nur dann an, wenn man ihre anderen Artgenossen angegriffen hat. Wer weiß, was ist das denn hier? Nachricht? Blutfleck? Echt? Das ist doch nicht nur eine Nachricht hier. Was ihr sucht, ist ganz gewiss in der Nähe. Okay, Schmiedestein. Was ihr sucht, ist ganz gewiss in der Nähe. Deswegen, das scheint eine Nachricht von den Entwicklern zu sein, nicht von einem anderen Spieler. Das scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass ich hier eventuell mal lang gehen sollte. Ich könnte am Ende etwas Besonderes finden. Okay. Weitergehen. Ja, ja, was anderes bleibt mir ja jetzt auch nicht mehr übrig. Hm. Was hast du dabei, Kollege? Als ob. Ich muss ernsthaft hochspringen, um den zu looten. Na gut. Hallo? Hallo? Regenbogenstein. Okay. Was zur Hölle? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Komplett woanders. Boah, Leute, das Schloss ist so vertrackt. Jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, jetzt bleibt nur noch ein Weg übrig, dann öffnen sich plötzlich drei neue. Und da ist schon wieder... Ah! Ah! Ja, nice! Schon bin ich wieder hier. Okay. Der Kreis wäre damit auch geschlossen. Sehr schön. Jetzt ist nur die Frage, was soll ich jetzt damit anfangen? Es sieht so aus, als ob ich hier weiter... springen, was auch immer. Nein, ich Idiot! Mist. Scheiße. Ah, hi. Mist. Ja, wo ist noch eins? Ja, da. So. Deine blutroten Flügel interessieren mich. Scheiß.
Okay, jetzt habe ich ein kleines Problem, wie es scheint. Nein, ich Idiot! Oh, ich sehe diese Lücken halt einfach null. Was aber auch komplett meine eigene Schuld ist, klar. Ah. Dieser Ort scheint mit lückenhaften Wegen gespickt zu sein. Also da muss ich ganz genau aufpassen. Aber ich krieg das hin. Was auch immer mich da unten erwartet an Loot, ich komme da noch ran. Die Nachricht hat mir ja schließlich den Hinweis gegeben. Oh, wow, wow, das war eng. Okay. Aha. Bisschen rumhängen. So. So, abgehangen, abgefangen. Adernblatt. Okay. Ich glaube es nicht voraus. Zeit für dies, Gegner. Ja, ja. So. Die werden dann direkt erledigt. Klippe, oh Klippe. Mhm. So, jetzt kann ich hier rüber ganz, ganz normal runter. Hammermäßig. So, auf der Seite scheint gar nichts am Ende zu sein. Also lieber hier lang. Da gibt es wenigstens was zum Schluss. Einen Schmiedestein. So. Und jetzt schön nach und nach hier. Schon klar. Okay, da unten lauert irgendjemand oder etwas. Goldene Rune. Was zur Hölle? Oh Mann. Sonst scheint hier unten ja nichts zum Sammeln zu sein. Und da hinten... Wow! Oh, überall, wo normal große Ratten sind, sollte ich eigentlich auch langsam mit einer Riesenratte rechnen. Geh weg. Au. Schöner Body Slam. Glückwunsch. Oh. Eieieiei. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Giftblüte. Was? Ruhe, aber immer noch kein Kontrollpunkt. Benötigtes Objekt voraus. Wahrscheinlich Objekt. Zeit für dies Springen. Wieso leuchtet die so komisch? Deshalb? Weil ich hier tatsächlich locker hochgesprungen komme? Hm. Scheint mir nur leider nicht viel zu bringen. Außer eventuell ein paar Gegner zu umgehen, aber hier sind ja gar keine. Wie es scheint. Alter, was zur Hölle? Das sieht jetzt definitiv nach Bossraum aus. Oh je. Na dann. Bring it on. Hi. Was zur Hölle? Gott, so ein riesiger Fleischgolem-Drache. Oder was auch immer das sein soll. Problem ist, kann ich überhaupt vor dem davonlaufen? Er kommt hier durch, er kommt hier durch, er kommt hier durch, er kommt hier... Aua. Kann er hier lang? Ja, kann er.
Oh oh, ich stecke in der Scheiße. Alter, Scheiße! Was zum Teufel? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Scheiße. Weg, 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 weg. Oh, shit. Oh ja, gestaggert, sehr gut. Schnell, schnell, schnell erledigen. Schnell, down, down, down. Yes! Okay. Goldene Saat. Jawohl, das Viech hat sogar eine goldene Saat gedroppt. Krass. Oh, aber warum war das jetzt kein Boss? Ich bitte euch. Das hätte doch jetzt locker eine Bossleiste verdient, das Viech. Hallo, Steinschwertschlüssel. Krass. Wurfdolch. Uff, ja, da hat einer den Drachen nicht so erfolgreich bekämpfen können. Falls es ein Drache war. Es sah halt einfach nur aus wie ein Drache, der sich aus Fleischklumpen, menschlichen Leichen und sonst irgendetwas noch zusammengesetzt hat. Einfach ein untoter Drache. Der sich selbst... Geschwür des Todesprinzen? Okay. Einfach nur ein riesiges Viech, das sich quasi selbst zusammengezimmert hat. Momentchen mal. Geschwür. Geschwür des Todesprinzen. Wo wird das gute Ding sein? Hier vielleicht? Nö. Aber wo könnte es denn sonst sein? Ist es das hier? Nee. Geschwür des Todesprinzen. Verdammt, wieso sehe ich das denn jetzt nicht mehr? Wo könnte das Ding denn sein? Ich will nicht hoffen, dass es tatsächlich irgendein Gegenstand zur Herstellung von etwas ist. Goldene Saat. Hier vielleicht? Todeswurzel. Irgendwie finde ich das Ding jetzt gar nicht mehr. Wo ist es denn eingeordnet worden? Bei der nächsten Gelegenheit muss ich auf jeden Fall eine dieser Kriegsaschen auf meine Waffe packen. Definitiv. Ein Schild wird es ja wohl kaum sein. Ist es eins, ist es sowas hier? Tatsächlich. Geschwür des Todesprinzen. Ein stinkendes Geschwür erhöht die Lebenskraft. Die Lebenskraft bestimmt die Resistenz gegen die Effekte des Todes. Angeblich stammt dieses Geschwür vom verderbten Antlitz des Todesprinzen, der einst als Godwin bekannt war. Als erstes Opfer unter den Halbgöttern soll er nun tief unter der Hauptstadt begraben liegen, unter den Wurzeln des Erdenbaums. Okay. Soll er das hier sein? Sieht tatsächlich wie ein riesiges Gesicht aus, oder? Hier ist die Nase, hier die Augen. Oh. Igitt. Und hier die Cthulhu-Tentakel, die ihm aus dem Gesicht hängen. Eieieiei. Okay, ich will zugeben, ich hätte nicht erwartet, dass ich das überlebe, um ehrlich zu sein. Ich dachte, das wäre mit Sicherheit mein Ende. Alter. Okay. Wie lang ist denn die Leiter hier, bitteschön? Das gibt's ja nicht. Alter, Leute, das geht ja immer noch weiter. Wie tief bin ich denn runtergegangen? Das gibt's ja nicht.
Ey, die Leiter hat immer noch kein Ende. Was zur Hölle? Da ist jetzt aber das Ende. Krass. Das nenne ich mal eine lange Leiter. Wo zur Hölle bin ich jetzt? Ah, hier bin ich wieder. Ach, krass. Okay. Oh nein. La 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 la. Oh, jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren, wo der nächstbeste Ort der Gnade wäre. Bin ich jetzt leicht verwirrt, was das angeht, aber ich kann ja einfach durchlaufen, bis ich etwas erreiche, was ich benutzen kann. Ich glaube, ich bin schon fündig geworden. Ja, ja, ja. Tüdelü, der Feind ist da. Oh Gott. So, schnell zum Ort der Gnade. Oh Gott. Die sind mir direkt auf den Fersen. Hahaha. Nice. Schön in das Licht geführt. Okay, Leute, ich guck nochmal eben auf die Zeit. Ach, so ein Mist. Ich habe mich mal wieder zu sehr in das Spiel reinziehen lassen. Und jetzt, ja. Jetzt hat der Part wieder Überlänge. Aber egal. Ich habe meinen Spaß gehabt. Wir haben jetzt den Großteil des Schlosses eigentlich erkundet. Mit anderen Worten, das Einzige, was mir jetzt für den nächsten Part noch übrig bleibt, ist hier den Boss zu klatschen. Und vorher kümmere ich mich aber hier noch um den Torwächter. Alles klar, Leute. Dann würde ich für heute erstmal sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.